Hallo, wieder bei Scribblenauts en masse mit mir, dem Maru und Batman. das war jetzt nicht geplant. Können wir hin? Nein, das ist unser Ruf. Das ist unbekannt. Fehlen noch zwei Staritz. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Spaß. Und hier unten ist auch noch ganz interessant. Wir können uns schon in die Superman-Region begeben später. Jetzt müssen wir erstmal Points sammeln. Also machen wir das in Aquaman City. Wo uns Batman auf die Rübe gibt. Okay. Was möchtest du hier haben? Reiten! Oh. Muss Tigerauge bewachen. Moment, ich muss mir noch schnell machen. Super schnell. Hey. Kid Lantern. Bringe dieses Quantum irgendwas zum Aquädukt. Okay. Hüpf. Wir das Tigerauge haben. Hüpf. Okay. Wer bist du denn? Ah ja, Highspeed High. Hui. Hüpf. So, wollen wir weiter? Was zur Hölle ist das denn? Bin mir klein. Muss noch kleiner werden. Winzig. Winzig super schnell. Oh, super schnell bin ich jetzt nur. Ne, jetzt gespeichert, gut. Maxwell! Nein. Sitze auf dem Stuhl, wenn die Musik stoppt. Haha. Oh. Okay, das war alles hier. Jetzt sollen wir hier hingehen. Das Arkham Asylum. Was ist das hier? Titanit. Was zur Hölle ist hier passiert? Grrr, okay. Pirat Batman. Hä? Pirat Batman? Kanonenkugel. Braucht mehr Fleisch. Steak. Spiel mir ein passvolles zu mit einem langen Pass. Ey. Okay. Oh, ah, steht in großen Schwierigkeiten. Nur weibliche Sekretäre und Adjektive sind erlaubt. Okay. Weibliche Distilcharaktere. Was bist du? Podenko Ibenko. Weibliches. Was ist denn ein weibliches Adjektiv? Schön? Ja. Ein Einhorn. Oh, bist du? Du gehörst mir. Oho. Schwebend. Ey. Riesiger wütender Caterpillars. Okay. Torero-rin. Das ist eine Torero-rin. Das ist jetzt aber
fies, ne? Also hier Feminismus, wie ist das hier? Gleichstellung, ne? Torero und Torerorin. Dann spawnen wir doch einfach mal eine. Nein, so eine super starke Batwoman. Hi. Mein Checkbuch. Nein, wir müssen das Gebiet weiter erkunden. Mein, machen wir uns ein bisschen schneller. Hui. Ersticke. Hilfe. Okay. Sauerstoffflasche. So. Amphibisch. Ne, er erstickt. Hustende. Ah. Gesund. Hustender, gesunder Ingenieur. Okay, winzig. Okay, den kann man nicht helfen. Dem auch nicht. Musst du? Finde die passenden Tiere und bring sie in mein Luftkissenschiff. Aufsammeln. Ich nicht. Da oben ist noch einer. Oh. Jetzt hier runter. Boom. Ja, keine Ahnung. Die zusammenbringen vielleicht. Ja, kein Plan. Okay. Wo brauchen wir Hilfe? Hier. In Wayne Manor. Oh. Oh Gott, Killermüll. Ich benötige dafür doch erstmal eine Fliegenklatsche. Okay, das bringt nichts. Dann nehmen wir doch eine Axt. Ritteraxt. Hilf mir, ich folge zu gewinnen. Videospiel. Sammle alle drei Münzen. Okay. Und wie soll das funktionieren? Und die kleinen Engel töten? Nee. Ah. Ups. Nee. Wir müssen das hier gewinnen. So. Diese Bäume müssen weg. Oh nein, die Elemente des Tara sind verärgert. Gut. Dieser Ort ist eklig. Hilf mir, den drei Müllbeuteln zu finden und bring sie hier zurück. Ups. Ja.
Das ist wohl nicht mehr drin. Hui, oben haben wir noch einen gehabt, oder? Nur noch das Betthaus. Okay, jetzt nichts mehr. Wo soll ich jetzt hin, Liebe? Nach Atlantis. Ich habe niemanden mehr. Oh. Eltern. Alter. Mama. Bestäubelt die Sonnenwende der mit der Rose. Hier. Rose, okay. Sollen wir die Rose jetzt nehmen? Moderner Mendel. Natürlich auch auslese. Na, wer war denn, lieber Herr Mendel? So, hier. Du musst für dich diese Goldmine abreißen, okay. Ein Hammer bräuchte denn. Hammer. Noch nicht. Möchtest du? Ich würde schon immer ein Super Pet treffen. Super Pet. Bad Dog. Oh. Bad Cow. Und hier noch? Die Leitung von meiner Nekropolis wurde gekappt. Verbindet mit dem Telefonmast. Okay. Stromkabel. Stimmgabel. Kabel. Verlängerungskabel. Oh, so hungrig. Fisch. Der ist fertig. Ah, der ist ärgerlich. Haha. Gut. Wo gibt's Ärger? Hier. In Temyskira. So. Temyskira, Paradiesinsel, Heimat der Amazonen. Ein Mann. Halt, Eindringling. Solche wie du sind hier nicht willkommen. Schwestern, halt euch zurück. Ich nehme meinen Schutz. Was ist los? Tut mir leid, Maxwell. Aus Paradise Island werden Männer mit einer mehr Achtung betrachtet, als du vielleicht gewohnt bist. Green Lantern hat mir gesagt, dass du auf dem Weg hierher bist. Schön, dich zu treffen, Prinzessin Diana. Und ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, Maxwell. Batman spricht auch mit Hochachtung von dir. Wirklich? Das ist fantastisch. Ich muss dich warnen. Ich fürchte, dass Cheetah auf der Jagd ist. Und darüber hinaus wurde dein Doppelgänger mit ihr gesehen. Die sind ganz offenbar hinter einer deiner Staritz her. Sei vorsichtig, sie ist sehr gefährlich. Ich werde vorsichtig sein, Wonder Woman. Es geschehen auch viele seltsame Dinge auf Themyskira. Ich glaube, du hast Ähnliches schon gesehen. Ja, überall geschehen seltsame Dinge. Mein Doppelgänger läuft wirklich amok. Tut mir leid, dass sich so verhält. Du bist nicht er. Die Entscheidungen, die er trifft, sind alleine seine. Also, du kannst entweder versuchen, Cheetah zu finden, wenn Staritz hinter dem sie her ist, oder du kannst Paradise Island erkunden. Du hast die Wahl. Wenn du Cheetah findest, ruf mich. Sie ist viel zu gefährlich, als dass sie von einem alleine gestellt werden sollte. Okay, Wonder Woman, ich werde sie finden. Nur keine Sorge. Möge Hera über dich wachen, Maxwell. Gar keine geschriebenen Adjektive erlaubt. Versuchen wir's. Hilf mir unter solche Zeilen, Arzt.
ohne Attiki zu mir durchgehen. Ey! Geheilte untote Jägerin. Ups. Flügel. Warum denn aber Flügel? Engelsflügel. Und Entfernadditive, das wird glaube ich dürfen, oder? Ja. Cupido. Robert Hand und Mutter of Champions gehören zusammen. Verwende meinen Bogen für beide. Okay, das ist Robert Hand und Mass of Champions. Okay. Okay. Okay, wir sind cool. Ah, wir haben schon den richtigen Flügel dafür. Haha. Hey, ich hab dich gerade erst kennengelernt. Rufst du mich an? Oh. Ich brauche etwas an, das mein Oviraptor binden kann. Ups. Leine. Oh. Ja, der ist ein bisschen tot. Was möchtest du? Gib mir einfach einen Schnitzel, einen Meißel. Meise, Messer, Mistel. Ein Eishund. Tja, weggezombied, würde ich sagen. Was ist das denn? Geplagter Camcorder. Oh. Okay, Wonder Woman gegen Cheetah. Später im Kolosseum. Cheetah wurde in die Enge getrieben. Barbara, es muss nicht so sein. Wir können immer noch einen Heilmittel für deinen Fluch finden. Ich will vor nichts geheilt werden. Ich bin hier, um meine Macht einzufordern, die größer ist, als es der Godslayer jemals war. Siehst du das nicht? Es ist dein Hunger auf den Godslayer, der dich zu Cheetah gemacht hat. So oder so, du wirst heute ohne die Kräfte eines Darits auskommen müssen. Das werden wir ja sehen. Doppelgänger, jetzt! Ich versuche sie abzulenken, du musst einen Weg finden, um sie aufzuhalten. Maxwell, Doppelgänger hat Cheetah in einen Gorgone verwandelt, ihr Blick kann nicht zu Stein werden lassen. Sonnenbrille. Ach, Doppelgänger, verwandle mich etwas, das nicht besiegt werden. Das wir nicht besiegen können. Oh, ein Minotaurus. Bei den Göttern, ein Minotaurus. Maxwell, füge mal eine Aktivierung hinzu, damit sie stärker wird. Okay, warte, Moment. Ja. Bisschen schwer gerade. Wonder Woman, ich sehe dich nicht. Bin sick. So. Laser. Lauer. Langer. Lama. Lauter. Lahm. Labil. Leer. Lang. Lautere. Linear. Lieb. Lässig. Lokal. Locker. Mörderisch. Oh. Nee, nee, nee. Stark. Doppelgänger funktioniert nicht. Das ist die letzte Chance. Oh Gott.
Ich bin frei! Mit der richtigen Waffe kann ich sie besiegen. Okay, wir brauchen eine Harpune. Oh ne, nicht von dir. Jetzt hört auf zu kämpfen, Mann. Pottwal. Hä? Komm. Friss. Verdammt. Okay. Hauen wir mal drauf. Keine Spieche mehr. Doppelgänger, lass eine Million wilde Löwen auf sie los. Das hat sich das erledigt. Ich kann nicht. Was soll das heißen, du kannst nicht? Mein Buch ist nicht wie das von Maxwell. Es ist nicht unendlich groß. Es erhält seine Kräfte nur durch die eine Seite, auf die er mich erschaffen hat. Ja und? Also wird es irgendwann nicht mehr funktionieren und da draußen werden dann andere Freunde warten, die meine Hilfe brauchen. Die kümmern mich nicht. Du musst mir dabei helfen, Wonder Woman für ein für alle Mal zu besiegen. Genug. Du hast wieder versagt, Doppelgänger. Wir werden beide zu mir zurückkehren. Yes. Nein, wir können ihn finden. Wir brauchen einfach Zeit. Die Zeit ist um. Nein. Der Asteroid muss unter dem Kolosseum begraben worden sein, als er hier gelandet ist. Das Wasser hat ihn losgerissen. Ich nehme ihn. Maxwell, Batman hier. Ich habe die geheimnisvolle Übertragung abgefangen. Sie haben auf jeden Fall etwas Großes vor. Weißt du, wer es sein könnte? Ich sammle immer noch Informationen. Aber wer auch immer es ist, Cheetah hat offensichtlich große Angst. Batman out. Maxwell, danke für deine Hilfe mit Cheetah. Du warst sehr mutig und sehr schlau. Gern geschehen, Prinzessin Diana. Wenn du es wünschst, kannst du deine Suche nach übrigens der Ritz fortsetzen. Aber du bist natürlich herzlich willkommen, so lange wie du willst, auf der Insel zu verweilen. Gibt noch viel zu tun. Danke, Wonder Woman. Grins. So. Aber wir müssen uns natürlich noch was verdienen. Und zwar um den hier. Und den hier. Problem ist, weil ich aber für den hier was anderes brauchen als Staryten. Bin da ein bisschen vorsichtig. Aber müssen wir mal was machen. Gucken wir mal, machen wir mal ein bisschen hier Viechers. Geh nach Gotham City. Hi. Versuch durch den Feuerreif zu springen. Ich wette, du bist nicht schnell genug, um durch diese Wände zu rennen. Flash Speed. Super schnell. Du bist mir nicht gewachsen. Genozid. Oh. Killerkatze. Mac. Mac. Andere. Oh Gott. Und zack. Pau, pau. Und zack. Bam, bam, zung. Boah. Können wir den Ruf abgeben, um weiterzumachen? Ja. Super stark. Super. Ne, super stark ist blöd. Super schnell ist aber gut. Sind wir nicht? Okay. Sind wir schnell schwebend. Und kriegen ein Laserschwert. Die Bäume schlagen zurück. Die Mieten sind natürlich nicht kaputt. Schaff mir Platz, um dieses Kampfflugzeug zu landen. Landebahn. Dumm. Rate die Zahl zwischen 0 und 9 und was? 3 Versuche. Okay. 3. Zu hoch. Okay.
1. Zu niedrig. 2. Nein. Okay, nach oben. Das Gerät außer Kontrolle. Wir brauchen jemanden, der diesen Aufstand friedlich löst. Okay. Morgan Freeman. Den gibt's nicht. Ach, Mann. Gandhi. Den gibt's auch nicht. Wir machen noch was friedlich. Jesus. Den gibt's auch nicht. Den Papst. Der Papst. Papst. Gott. Nee. Wir brauchen ein Gerät, das also Kontrolle. Wollen wir den jetzt noch friedlich löst? Okay. Mechaniker. Mach doch mal ganz hier. Streikbrecher. Streifenreiher. Genau. Lava. Ach. Scheiß drauf. Hier. So, friedlich gelöst. Oh yeah. Hey. Nicht kaputt machen. Huhu, was kommt hier? Schlag voll über das Netz, Volleyball und nicht ins Ausschlagen. Okay. Mist. Aha. Mit House Power. Star. Mal etwas Gesünderes in diese Melasse. Das ist eine Melasse. Marmelade. Konfitüre. Honig. Brokkoli. Ich weiß es nicht. Schön. Oh, Meets. Daily Planet. LexCorp. Okay, wir haben, glaube ich, alles erledigt hier. Das heißt, auf zur nächsten Mission im Wayne Manor. Oder wir können mal so eine Superman-Mission machen hier. Ja. Superman Ursprung. Superman, wie er ist und seine Geschichte. Auch wenn die Erde meine Heimat ist, ich komme nicht von dieser Welt. Ich wurde auf dem Planeten Krypton geboren, an dem Tag, als er zerstört wurde. Meine Eltern haben mich zur Erde geschickt. Mein Vater wusste, dass mir die gelbe Sonne der Erde unglaubliche Kräfte verleihen würde. Gib Supermans Eltern etwas, mit dem sie ihren Sohn zur Erde schicken können. Tennisschläger. Ja, gut, Rakete. Oh. Eines Tages fand ich heraus, dass ich über Superkräfte verfügte. Gibt Superman etwas Außergewöhnliches zum Hochheben? Riesenei.
Moment. So. Felsen. Später fand ich heraus, dass ich fliegen kann. Max, wir helfen mir dabei, in die Luft zu steigen. Schwebend. Sehr schnell habe ich gelernt, dass ich eine Geheimidentität brauche, um ein normales Leben führen zu können, wenn ich mal nicht Superman war. Okay. Verkleidung möchte er haben. Sonnenbrille. Obwohl ich Superman war, so brauchte ich doch eine Arbeit. Ich wollte bei der Zeitung Daily Planet arbeiten. Okay, Maxwell, hilft Clark Kent, einen Job beim Daily Planet zu bekommen. Empfehlung? Vitamin B, reiche Eltern? Hä? Spider-Man. Gibt's hier gar nicht. Essay. Gib mir ein Dokument, mit dem er sich viel Stelle. Ach so, okay. Bewerbungsformular. Bewerbungsmappe. Hier. An dem Tag, als dem ich Lois Lane kennenlernte, bewahrte ich ihr Flugzeug vor einem Absturz. Gib super einfach, womit er das Flugzeug von Lois reparieren kann. Zange. Ja, nein. Eine Rohrzange. Wegen meiner außerirdischen Herkunft hat Lex Luthor mir nie vertraut. Er hat Kryptonit verwendet, um mich zu vernichten. Max versucht einen Weg, den Besitzer vor Kryptonit zu schützen. Spiegelfolie. Nee, Schutzanzug. Was ist das? Schutzanzug, genau. Ich muss von hinten auflösen. Okay. Schutzanzug. Ich nutze meine unglaublichen Kräfte, um für die zu kämpfen, die es selbst nicht können. Ich habe bereits eine Welt verloren. Ich werde nicht zulassen, dass dies auch mit dieser Welt geschieht. Wie viele Leute habt ihr gerettet? Ich weiß es nicht, Maxwell, aber darum geht es auch nicht. Die Leute brauchen jemanden, zu dem sie aufschauen können. Und der sie dazu inspirieren kann, gegen das Böse zu kämpfen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir dich haben, Superman. Aber vergesst nicht, auch ihr könnt den Leuten auf dieser Welt helfen. Wenn immer ihr Ungerechtigkeit seht, stellt euch ihr entgegen. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, Superman. Zoom. Was haben wir hier? Aquaman-Ursprung. 1500, 1500. Das kostet ja alles diese grünen Punkte. Na schön. Schön, danke auch. Alle sind die grüne Punkte. Na klar, Justice League. Okay, wir brauchen noch ein paar Points dafür. Zeit sagt, wir machen noch so eins. Wonder Woman Ursprung. Wonder Woman, wer ist sie in ihrer Geschichte? Meine Mutter hat mich dafür geschaffen, die perfekte Tochter zu sein. Sie hat mir erzählt, dass ich auf Paradise Island aus Lehm erschaffen wurde. Als ich noch klein war, haben sich die anderen Mädchen deswegen über mich lustig gemacht. Sie ist so traurig, Maxwell. Finde einen Weg, um sie aufzumuntern. Clown. Aber mit der Zeit wurde ich zu einer Meisterin im Jagen, Fährtenlesen und der Athletik. Gib mir eine Waffe zum Jagen, natürlich. Ein Speer. Oh. Eines Tages fand auf Themyscira ein Wettkampf statt. Die Gewinnerin würde Botschafterin in der Welt der Menschen werden. Aber meine Mutter hatte mir verboten, daran teilzunehmen. Ich wollte mich beweisen, aber ich durfte es nicht, während ich getarnt war. Gib mir eine Verkleidung, Maxwell. Hut. Kleid. Eine Verkleidung. Perücke?
Na gut, der erste Bewerb war ein Wettlauf. Als Botschafterin der Amazonen hätte ich lernen müssen, dort, wo Streit herrscht, Frieden zu stiften. Deswegen haben sie angefangen, mich Wonder Woman zu nennen. Hilf ihr, diesen Krieg zu beenden. Friedensvertrag. Ja, Hippies. Vor kurzem habe ich die Wahrheit darüber erfahren, wer mein Vater wirklich war. Es war Zeus. Gib mir etwas, das ihr den griechischen Götter erinnert. Weißer Bart. Einst überreichte man mir einen Invisible Jet als Dank für eine große Heldentat. Er ist allerdings manchmal schwer zu finden. Hilf Wonder Woman, ihren Invisible Jet zu finden. Grüner Regen. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert, die Weltbevölkerung zu helfen. Ja, es freut mein Herz zu sehen, dass du und deine Schwester in so jungen Jahren bereit seid, denen, die sich nicht selbst schützen können, zu helfen. Vielen Dank, Prinzessin Diana. Denk dran, du kannst den Helden wieder benutzen. Natürlich kann ich das. Aber ich würde sagen, weiter geht's dann in der nächsten Folge mit Batman und... Hab den Namen vergessen und Alfred, Pennyverse. Zum Schluss noch ein Kampf zwischen. Jetzt Fatman? Okay, Fachmann. Aggressiv. Batman gegen Fachmann. Mach mal einen Ball, oh, ich spiel mal mit Ace. Es ist okay, sie üben nur. Das ist Nightwing und das ist ein Robin oder was? Zombie. Zahm. Mit wem spielst du? Mit New 52 Red Robin. Naja, so viele Robins. Ich habe von diesem Notizblock von dir gehört. Also ich dachte, das wäre morgen Freeman. Nun gut, auf jeden Fall tschüss.